Wir machen heute das Interview mit dem Herrn Schinner. Und wie alt sind Sie? Ich bin 30 Jahre alt. Haben Sie eine Freundin oder Ehefrau? Ich bin frisch verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Eine Tochter, ja. War der Beruf Lehrer schon immer ein Traum? Ich wollte eigentlich mal zur Polizei, aber es hat sich dann nicht ergeben und dann bin ich Lehrer geworden. Okay. Was unterrichten Sie? Ich habe die Fächer Mathematik und Sport. Warum haben Sie sich entschlossen, Lehrer zu werden? Ich habe immer schon gern Sport gemacht, aber auch früher einen Trainerposten inne gehabt und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und da habe ich gedacht, das ist das Richtige für mich und ja. Mögen Sie Ihren Beruf? Macht sehr viel Spaß, ja. Manchmal mehr, manchmal weniger. Woher kommen Sie? Ich komme eigentlich aus München. Okay. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Sport gern, am liebsten Fußball und verbringe gern viel Zeit mit meiner Familie. Wie reagieren Sie auf Kritik von Führungskräften oder Mitarbeitern? Unterschiedlich. Ich versuche, die Kritikpunkte gut aufzunehmen und dann damit zu arbeiten, ist immer auch, ja, doch. Wo sehen Sie die Grenzen jedes Schülers? Was gar nicht geht, ist Lügen und falsch sein und sonst, wenn sich's im Rahmen verhält, dann passt alles. Wie lange schätzen Sie, brauchen Sie, um sich richtig an unsere Schule, Mitarbeiter und Schüler zu gewöhnen? Ich wurde sehr herzlich aufgenommen, es gefällt mir hier sehr gut und ich glaube, ich brauche trotzdem noch ein bisschen Zeit, um die ganzen Abläufe reinzukriegen und alle Schüler kennenzulernen und wenn das gut klappt, dann bin ich, denke ich, bis Weihnachten voll angekommen. Was war an unserer Schule Ihre schlimmste Unterrichtsstunde? Schlimmste Unterrichtsstunden an sich gab es noch, oder sehr schlimme gab es noch nicht. Es gab weniger schönere und tollere, aber das kann ich jetzt so nicht sagen.